Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, da wir keine Ahnung von gar nichts haben, würde ich sagen, dass wir das Tutorial einfach mal machen. Sure, why the hell not? Let's begin with basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. Okay. Warum ist das jetzt hier so grisselig drin? This course is designed to reinforce your fundamental combat abilities and hone your reflexes. The skills you gain here will help you survive, even excel on the battlefield. I will train you to be effective with firearms, to use stealth tactics to your advantage, and to hack into enemy networks. Because App Militech... Man, Militech can't encrypt for shit. But they clearly got drill and jarheads in their blood. Now, Station One, you maggot! Move, move, move! Hope you're ready to bust ass through this fascist playground. Let's blast through a tactical target practice program. You know, a little warm-up. Von mir aus. Hallo? Yeah, I didn't think you'd find that too tough. What do you say we crank it up a notch? Wo ist der denn hin? Hallo? Manchmal schießt er neben dem Steuerkreuz und dann schießt er auf den Punkt in die Mitte, hä? Oh. Ich will aber nicht, dass das Ziel sich wehrt. Also. Drücke C, um dich hinter Objekten zu ducken und in Deckung zu gehen. So kannst du feindlichen Schüssen entgehen, okay? You took a hit. Use a reanimator to patch yourself up. Ja, ich weiß. Wenn du ein Verbrauchsgut erhältst, wird es automatisch in den Verbrauchsgüter-Quickslot in dein Inventar ausgerüstet, sofern dieser frei ist. Drücke X, um ein Verbrauchsgut zu benutzen und Gesundheit wiederherzustellen. Ah, okay. Das sollte ich mir aber definitiv mal kurz aufschreiben. So. X ist die Heilung, weil das ist nämlich was, was ich bisher noch nicht rausgefunden habe und was ich garantiert wieder vergessen werde. Betritt den Trainingsbereich, okay. Und dann? Oh, look. Brought some tunes with him this time. You know what's fuck. Wir sind ja schwer gepanzert hier, hallo? Leute. Das nicht, wenn ich hocke. Nein, du sollst dich nachladen. Würde Kuh. So, so geht's auch. Stand on the platform and we'll move on. Okay. Hack
Hacking's the next item on the menu. Ja, jetzt kommt doch mal was Gutes. Was ist das? Kampfgrundlein. Achso. Das will ich wissen. Okay. Halte Tab gedrückt, um deinen Scanner zu aktivieren. Missionsrelevante Objekte werden Gold hervorgehoben. Scanne zwei solche Objekte. Achso. Computer? Habe ich den jetzt gescannt? Ging das jetzt so schnell? Server? Lasse Tab los, um den Scanner zu schließen. Okay. This training module will teach you how to apply technological tools to combat situations. Jesus, Corpo speak can even make hacking sound. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Lenke deine Gegner mit Hilfe des Fernsehbildschirms ab. Okay. Wenn du ein Cyberdeck installiert hast, zeigt dein Scanner dir eine zusätzliche Benutzeroberfläche an, auf der du Quick-Hacks und ihre Ziele auswählen kannst. Benutze den Quick-Hack-Ablenkungsmanöver, um die Wache abzulenken. Du kannst die Liste aller verfügbaren Quick-Hacks mit Q, mittlere Maustaste und so weiter durchgehen. Oder auch nicht. Muss ich das dafür gedrückt halten? Ach so, okay, gedrückt halten und dann, okay. Also Ablenkungsmanöver, ja. Die Frage ist nur, wenn ich loslasse, macht das ein... Ach so, ausführen mit F, okay. Boah, da muss ich ja mit den Fingern blöd rüber gehen hier. Quickhead wird hochgeladen. Ja, wie lange dauert sowas? Hallo? Brauchen die noch lange? Ach so, ich glaube... Oder? Ich glaube, das ist das, was unter Hacken hier angezeigt wird. Ja, genau, das füllt sich langsam auf. Boah, das braucht aber echt wahnsinnig lange, bis hier so ein Ding gehackt worden ist. Muss ich ja mal sagen. Oben steht auch, was das 1 hochgeladen worden ist. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Cyberdeck Speicher 1 von 3. Oder nur, dass der gescannt worden ist. Ich weiß es nicht. Wird jetzt nicht so wirklich erklärt. Aber er ist jetzt mit dem Hacken gleich fertig. So, nu? Nicht genügend Speicherpunkte. Hä? No worries. Try again. Ja, wie versuch nochmal? Ich hab doch alles gemacht, was ihr mir gesagt habt, die Idioten. Work a little hack magic on the screen to distract the guard. Ja, halte Tab gedrückt, um zu aktivieren. So. Ich nehme mal an, ich soll auch Ablenkungsmanöver machen. Dauert 30 Sekunden. Ach so, das hätte ich vorher lesen sollen. Verursacht eine Fehlfunktion bei einem Gerät, das Leute in der Nähe ablenkt. Ja. Oh no. Jetzt mache ich ausführen. Benutze den Quickel. Was ist mit dem Ping? Pingt das Netzwerk des Ziels an, um alle damit verbundenen Personen und Geräte zu finden. Hätte ich das vielleicht vorher machen sollen? Oder... Da oben ist jetzt auch nur noch 1 drin. Steht aber immer noch Cyberdeck Speicher 1 von 3. Wir probieren es einfach nochmal. Ich meine, was sollen wir auch sonst machen? Gleich ist es hochgeladen. Ja, das Problem ist, wenn ich da drauf stehe. Ah ne, es geht auch... Um den Scanner zu deaktivieren, lasse los, steht hier. So. Scanner deaktivieren. Zack. Corpo Trash. Ja, jetzt habe ich das gleiche gemacht wie eben auch. Schleiche dich an die Wache heran. Good. Now take him out quietly. Viel Zeit habe ich nicht. All right, all yours. Take him out.
Achso, ja, den tötet man natürlich direkt, ne? Never smart to leave behind any trace of your handiwork. Especially the dead kind. Now pick up the body and hide it somewhere. Okay, den nehmen wir mal hoch. Und wo verstecken wir denn jetzt? Da hinten. Oder auch nicht. Gegner verstecken. Du kannst tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Ist ja schon irgendwo sinnvoll, ne? So, wegwerfen. Schmeißen wir ihn mal in die Tonne. Klingt irgendwie skurril, aber... Okay. Now try to take him down in one slick move. Ja. Wo ist er jetzt hin? Den habe ich jetzt direkt reingeworfen, oder was? Achso. Nö, eigentlich nicht, aber wir versuchen es mal einfach. Okay, übernehmen die Kontrolle. Ja. Komm, scannen. Ich höre, dass du scannen willst. So, fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung oder sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. Okay. Granatenzündung und Breach-Protokoll. Das hört sich eher nicht genug Speicher. Okay. Was ist das? Zum Hochladen des Eisbrecher-Dämons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Codematrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Das ist schön. Und wie wähle ich die jetzt aus? Code auswählen. Ja. Da steht, ich soll es nach links oder rechts bewegen, nach oben oder nach unten, aber das nimmt er nicht an. Die anderen Sachen hier funktionieren auch nicht. F nimmt er aber auch nicht an. Achso, ich muss... Ach. Leute, ernsthaft? 55, 55. Moment. Muss ich die einzeln auswählen? Okay. Now, detonate the grenade. Ja. Wie mache ich das? Moment, halte Tab gedrückt und Granatenzündung. Es kann sich auch nur noch um Stunden handeln. Ich wusste nicht, dass eine Granatenzündung so lange dauert. Also, Memo an mich. Alles, was gehackt werden muss, dauert erstmal einige Minuten, bis es verfügbar ist. Das nennt sich dann Quick Hack. So, ich habe allerdings immer noch nicht so ganz verstanden. Oben steht Cyberdeck-Speicher 1 von 12. Ich habe noch einen Speicher übrig, wenn ich... Ne, Moment. Speicherkosten verringert um 3. Doch. Ich habe noch einen übrig, wenn ich das oben richtig sehe. Langsam tut mir der Finger schon weh vom ewigen Taste drücken. Oh Gott. Ich glaube, man konnte das aber doch auch mit Cups machen, oder? Ich hatte da mal irgendwo was gelesen bei den Einstellungen. Das muss ich gleich mal probieren, ob das funktioniert. Weil das ist ja schrecklich, hier die ganze Zeit zu drücken. Und vor allen Dingen, wenn ich Cups drücken muss und dann auf F drücken muss. Also ich habe zwar lange Finger und es geht auch, aber das ist schon ziemlich blöd, so rüber zu greifen. So. Und nun? Einfach wieder rausgehen, oder?
Okay, perfekt. Jetzt muss ich ja mal irgendwas ausprobieren. Ah, ja, perfekt. Also man kann auch Caps Lock drücken und dann wird das auch angezeigt. Drücke C, um den Blick durch die Kamera zu beenden. See? Just needed to shut your brain down and follow orders. In true Militech fashion. Under my wise command, you're a real champ. Not too shabby. Militech's algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Or you finish up, Delta out now. But remember, the street's not gonna give you any hints or second chances. Ja, vor allen Dingen habe ich die Aufgabe, beende alle Trainingsmodule, also werden wir es doch machen. Right. So first, let's shape up those stealth skills. Wer übrigens eben komische Geräusche im Hintergrund gehört hat, der darf sich bei meinem Freund bedanken. Der Epi ist hier rumgeschlichen und hat hier laute Geräusche gemacht. So, oh Gott. Markiere alle Wachen. Ja, wie soll ich das denn machen? Achso, mit X, oder? Ups. Ich glaube, nein, achso, X war ja, oh, scheiß. X war ja was völlig anderes. Wieso sagt mir das denn keiner? Okay, achso. Der ist gar nicht in den Scanner reingegangen, als ich ihn gedrückt hatte. Jetzt verstehe ich das. Ziele drauf und drücke mittlere Maustaste. So, das ist anscheinend die Markierung. Ja, okay. So. Gegner, die dich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihre Verhaltensmuster und nutze dieses Wissen, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Ach, stimmt ja, wir sind ja gar nicht mehr beim Hacken. Wir sind ja jetzt beim Stealth-Modus. Ha. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Aber wie komme ich jetzt da rein? Okay, vielen Dank. ich schleiche mich hier schon mal... Achso, da muss ich die Treppen runtergehen, ja? Okay. Feindlicher Bereich, ja. Warum kriege ich denn dann Störungen, sobald ich im feindlichen Bereich bin? So. Aber... Ich muss erst bis nach da hinten gehen, bis das zählt als Bereich betreten, ja, wenn ich das richtig sehe. Aber der Typ guckt mich doch an, wie soll ich denn da hinkommen? Meine ich doch. Betrittst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich deine Alarmanzeige. Geh rechtzeitig in Deckung, ehe er dich bemerkt. Das wollte ich ja gerade. Quick. Nice, nice. Now, move slowly towards the exit. Stay out of sight. Ja, aber hier kann ich nicht rum, ne? Oder? Zumindest konnten wir das jetzt schon mal... Wir können auch nirgendwo drauf klettern, nehme ich mal an. Zumindest konnten wir das jetzt schon mal ausprobieren. Stealthy now, V. You ever relive a ninja BD? Just like that. Also da hinten der Typ, der ist kein Problem. Die Frage ist nur, bin ich... Ach so, doch, da bin ich auch im Blickfeld, ne? Aber ich komme noch nicht aus dem Blickfeld von dem Typen hier herum. Kann ich den irgendwie ausschalten? Nee. Die anderen sind nicht das Problem, glaube ich. Aber der ist... Der sieht mich doch direkt. Wie soll ich denn da... Oder soll ich einfach durchlaufen? Ah, okay, verstehe. Die Frage ist jetzt... Ich kann den Typen aber nicht umbringen, ohne dass der mich sieht, oder? Okay, der geht schon selber. Nova, well done. On to the next area. Oh Gott. Also es ist schon ein bisschen kompliziert, aber okay. So. Halte die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürmen und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner deine Position verraten können. Now the same thing, only with the camera. Okay, also die Kamera markieren nehme ich mal an. Das ist aber jetzt nur eine Kamera, wenn ich es richtig sehe. Feindliche Kameras, die dich entdecken können, haben orangefarbene Scannerstrahlen.
wohingegen verbündete Kameras, grüne Scannerstrahlen haben. Ich hoffe, das kann ich mir merken. Kameras entdecken dich, wenn du ihr Sichtfeld betrittst. Geräusche können sie jedoch nicht registrieren. Okay. Achso, das eine, die den Boden abtastet. Okay. Also beziehungsweise die sich dreht. Boden abtasten ist jetzt blöd ausgedrückt. Okay, wo ist denn der Bereich, wo ich rein muss? Oh. Was? Wieso sieht die mich hier schon? Back to your training, recruit. Was? Hä? Wo soll ich denn jetzt hin? Moment. Heißt das, ich soll wieder raus? Erreicht. Ach so, nee, das ist der Eingang da hinten, oder? Wo ich hin muss? Ja, da hinten, okay. So. Brave Kamera, liebe Kamera. Ich glaube, sie ist gerade nach links gedreht. So. Nice work today. Perfekt. Just stand on the platform to exit the sim. All right, some advanced combat techniques for dessert. Then we wrap this party up. Oh Gott, wieso Kampftechniken? Moment, Heckenstil, Kampf da. Time to get down and dirty in close quarter combat. Take him down. But careful. Looks tough. Achso, betritt die Arena, okay. Kann man hier irgendwelche Schwächen scannen oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist ein Roboter, anfällig gegen Strom und Feuer. Ah! Resistent gegen Gift, nehme ich mal an. Ich kann den jetzt aber, ich muss den jetzt aber im Nahkampf quasi besiegen, wenn ich das richtig sehe. Ich kann den nicht so ausschalten. Okay. Starke Gegner packen. Gegner mit bedeutend höheren Level, gekennzeichnet mit Symbol, wie immer, können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur schwer, äußerst schwer neutralisieren. Darum solltest du vorsichtig sein, okay? Okay, that'll do. Now maybe we find someone closer to your weight class. Das heißt jetzt... Drücke links, um einen schnellen Angriff auszuführen, okay? Ey! Um eine Kombo aus schnellen Angriffen drücke links, während der vorherigen... Während der vorherige schnelle Angriff ausgeführt wird. Ja, das war doch das, was ich gerade gemacht habe. Leute. Hallo? Oh. Halte links gedrückt, um einen schweren Nahkampfangriff aufzuladen und lass los, um ihn auszuführen. Oh, das ist ja doof. Fortlaufendes Angriffen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Kampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand des HUD. Gelber? Achso, da oben, ja. Hallo, ich sehe nichts mehr. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greife ihn an, um zu sehen, wo deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Let's bump things up from easy to normal. This next fool can block your attacks. Was ist das Scheiße mit dieser Ego-Perspektive? Also ich verstehe nicht. Ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass die wohl rausgenommen worden ist, die versprochene Third-Person-Ansicht, was ich persönlich ziemlich ätzend finde, weil ja gerade solche Spiele spielt man nun mal nicht in Ego. Blocks durchbrechen. Schnelle Angriffe fügen einen blockenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehr durchbrechen. Also, wieder aufladen, loslassen. Aufladen, loslassen. Und weg war er. Ah!
Halte rechts gedrückt, um in Abwehrhaltung zu gehen. Okay. La 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 la. Und jetzt? Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fährt, wird die Abwehrhaltung aufgegeben. Ja, toll. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine eigenen schweren. Ach nee, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Soll ich jetzt blocken oder soll ich die niedermachen? Ich wäre dafür, dass ich die niedermache. Ah, man kann den dann zurückstoßen, okay. Na komm, wo ist er? Deswegen hasse ich die Ego-Perspektive, wenn man nie sieht, wo der Gegner gerade ist. Ich weiß auch gerade... Achso, blocke zwei schwere Angriffe. Ja, man sollte vielleicht auch lesen, was da oben steht. Okay. Ah. Drücke bei einem eingehenden Angriff rechts, um kurz vor dem Angriff den Treffer abzuwehren, automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Okay. Nur drücken, nicht halten, ja? Now this fool loses his footing every time he swings. Use that. Get in there and land a counterpunch. Na komm. Das anscheinend. Also der muss mich schon fast schlagen, damit das funktioniert. Okay. Also geschlagen haben. Drücke zweimal schnell. Was? W-S-A-D. Ach so, um auszuweichen. Okay. Ooh, I like that. V, wanna see this fool punch in air next? Don't let him land anything. Okay, das ist dann auch in dem Moment, wo er schon am Schlagen ist. Setze alle bisherigen, oh Gott, gelernten Taktiken ein, um Gegner zu neutralisieren. Eieiei. You've done well in mastering the way of the fool, young apprentice. I can teach you no more. This is the part where you face your final test. Hallo. Let's move on to melee weapons. Wo ist er? Grab a sword. Was ist das? Ah! Ein Katana, sehr schön. Hört sich aber auch sehr blutig an. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen wie Katanas eingesetzt werden. Ach, da ist er. Hilfe. Okay. Now show me what you've learned. Hab ich doch gerade. Hallo? Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet. Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Okay, scheiße. ja. Der andere? Good stuff. Ne? Looks like you're cruising already. Ich bin auf jeden Fall besser mit der Pistole. Okay, stell dich auf die Plattform. Ne? Jetzt haben wir 4 Sternchen bekommen. Dankeschön.
Geh durch die Simulation, durch die Tür, um die Simulation zu beenden. Die Tür. Dann würde ich sagen, bevor ich jetzt komplett durch die Tür durchgehe, dass wir hier nochmal einen kleinen Cut machen. Leider konnte ich das beim letzten Mal nicht so direkt ansagen. Ich werde es auch in Zukunft nicht mehr ansagen. Ich werde das dann einfach da cutten, wo es am besten passt und entsprechend die Folgen für euch zusammenschneiden. Bis zur nächsten Folge. Diesmal dann wieder mit der normalen Story und ohne Training. Ciao!